Hallo, mein Yoga-Herz. Dieses Video hier sollte ich eigentlich schon seit Tagen erreichen. Aber ich, Yoga-Tante, habe große Schwierigkeiten mit der Technik. Entweder habe ich nicht gefilmt oder ich habe die falsche Sicht gefilmt. Oder das Mikro ging aus oder die Kameraqualität war schlecht. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich versuche es einfach jetzt noch einmal, weil es mir so unfassbar wichtig ist, dass ich dich in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lasse, dass du weißt, ich bin bei dir. Ich möchte dir diese Stunde heute schenken, damit wir uns gemeinsam erden, gemeinsam in unsere Kraft kommen und gemeinsam Halt finden. Von daher, mach es dir im Sitzen gemütlich. Schau mal, ob du deine Beine kreuzen möchtest oder ob du in den Fersensitz kommen willst. Lass deine Wirbelsäule ganz lang werden. Gib die Hände auf deinen Oberschenkeln ab. Lass die Kopfkrone zum Himmel aufsteigen und den Kreuzbein Richtung Erde fließen. Schließ mal deine Augen. Lenke den Blick nach innen. Und atme. Atme mal ganz tief über deine Nase ein. Und ganz lang und tief über deine Nase auch wieder aus. Nimm dich einfach mal wahr, wie du hier sitzt. Spüre die Verbindung deiner Sitzbeinhöcker auf der Erde. Spür mal, wie du getragen wirst. Wie du nicht alleine bist. Wie die Erde unter dir dir Kraft und Halt gibt. Und dann lenke mal deinen Blick nach innen. Und nimm mal wahr, was gerade in dir los ist. Nimm mal wahr, welche Gedanken in dir toben. Nimm deine Ängste wahr, nimm deine Sorgen wahr. Und lass einfach mal alles zu. Indem du es spürst. Und indem du dir aber auch bewusst machst, wie mächtig deine Gedanken sind. Und indem du beginnst, deine Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die dir Kraft schenken. Und hierfür habe ich dir heute einen Spruch von Buddha mitgebracht, den du sicherlich schon kennst, weil ich ihn bereits das eine oder andere Mal vorgelesen habe. Aber ich finde, er passt in dieser aktuellen, verrückten, außergewöhnlichen Zeit einfach besonders gut. Und er sagt: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Lass das mal sacken. Was waren deine Gedanken? Mit was fütterst du momentan deinen Geist? Und in dieser schweren Zeit ist es unglaublich wichtig, dass du zu deiner inneren Kraft und Stabilität findest. Dass du in deine Ruhe kommst. Denn nur dann kannst du diese Kraft an deine Mitmenschen weitergeben, kannst du teilen, kannst du geben und nicht aus der Panik heraus reagieren. Und das brauchen wir jetzt alle, Ruhe und Besonnenheit und den ganz tiefen und festen Glauben daran, dass wir gemeinsam und gestärkt aus dieser Krise wachsen werden. Und so lenke deine Aufmerksamkeit die Dinge, die dir die letzten Tage widerfahren sind, die dich mit ganz viel Glück und Freude erfüllt haben, die dich dankbar und die dich demütig gemacht haben. Vielleicht war es ein liebes Wort von einer guten Freundin. Vielleicht war es eine liebe Handlung von einem Menschen, der dir nachsteht. Vielleicht war es ein wildfremder Mensch, der
einfach in dem Moment für dich da war, der etwas Gutes getan oder etwas Liebes gesagt hat, ob virtuell oder nicht. Und hol dir dieses Gefühl in dein Herz. Ich habe ganz viele liebe Nachrichten erhalten von euch in den letzten Tagen. Nachrichten, dass ihr mein Yoga vermisst. Ich habe Videos bekommen von euch, wie ihr einen Music Flow gemacht habt. Ich habe Mitteilungen bekommen, dass ihr gerne die 10er-Karte weiter, dass ich sie weiter buchen soll, auch wenn ihr meinen Kurs nicht besuchen könnt. Und das hat mich mit ganz, ganz viel Dankbarkeit erfüllt, mit ganz viel Hoffnung und mit ganz viel Liebe. Und du bist nicht allein. Wir schaffen das hier gemeinsam. Und immer wenn die Welt um dich herum dir die Orientierung wegnimmt, wenn du den Boden unter deinen Füßen verlierst, dann finde dich in dieser Dankbarkeit wieder und atme sie in dein Herz hinein, damit du in die Freude kommen kannst. Denn je mehr Angst, je mehr Panik du verspürst, desto mehr schwächst du deine Gesundheit, schwächst du dein Immunsystem und vergiftest deine Gedanken. Und du bist der Schöpfer deiner Realität. Deswegen sei achtsam, mit was du deine Gedanken speist. Schließe die Hände vor deinem Herzen. Vielleicht gibt es etwas, was du dir aus deinem tiefsten Herzen heute wünschst. Eine Intention, die du für die heutige Stunde setzen möchtest. Und so wiederhole diesen Wunsch mit den nächsten 3 Atemzügen. Vielleicht ist es, dass du dir Gesundheit, ich wünsche mir Gesundheit und Frieden für die Welt. Ich wünsche mir Ruhe und Kraft und eine innere Gelassenheit. Ich wünsche mir ein Miteinander und Füreinander. Was auch immer deine Wünsche sind, verbinde dich mit deinen Intentionen, mit deinem inneren Wunsch. Genieße hier zwar noch ganz bewusste Atemzüge. Fühle, wie dein Atem aufsteigt bis zur Kopfkrone und ganz langsam die Wirbelsäule entlang bis in dein Becken hinabfließt. Alles in dir darf jetzt langsam werden. Alles in dir darf jetzt loslassen. Deine Schultern dürfen sich weiten. Deine Gesichtszüge dürfen sich entspannen. Während sich dein Becken und deine Beine ganz schwer in die Erde sinken lassen, gut sitzt und sicher geborgen, getragen wirst. Finde deinen Ujjayi-Atem. Lass das sanfte Rauschen in deinem Kehlkopf erklingen. Mit dem nächsten Einatmen löse deine Arme und lass sie von unten nach oben kreisförmig aufsteigen in deinen sitzenden Berg. Und schließe die Hände vor deinem Herzen. Platziere deine linke Hand wie so ein Körbchen auf der Matte und lass deinen rechten Arm einatmend weit nach oben aufsteigen. Mit dem nächsten Einatmen hebt dein Herzensraum noch ein wenig mehr. Zieh dich in die Länge und fühle diese Dehnung in deiner Flanke. Ausatmen, rotiere unter deinem Oberarm hindurch. Einatmen, spann dich auf. Und ausatmen, rotiere unter der linken Schulter hindurch. Find mal deinen Fluss, atme ein und spann dich auf. Atme aus und rotiere. Und noch einmal einatmen, spann dich auf und rotiere. Mach dich noch einmal ganz lang und setz dann deine Hand auf dem Oberschenkel links ab. Wenn du magst, kannst du alternativ auch deinen Handrücken an die Außenseite von deinem Oberschenkel schieben. Bring deine linke Hand hinter dich. Einatmen, darfst du ganz lang werden, deine Schulterblätterspitzen sinken lassen, die Kopfkrone aufsteigen lassen. Und ausatmen,
über deine linke Schulter zu twisten. Dein Atem führt dich mit dem Einatmen, darfst du aufsteigen und lang werden. Um ausatmen, noch ein wenig mehr über deine Schulter zu twisten. Find mal deinen Atemfluss, find mal deine innere Kraft, Ruhe und Stabilität. Noch einmal spannst du dich auf und lenkst dich. Und rotierst. Komm ganz langsam zurück zur Mitte und schließe ein, ab in die Hände vor deinem Herz. Flechte die Finger ineinander, drehe die Handflächen von dir weg. Komm in ein Ushtras Mudra, runde den Rücken, lass dein Schambein hier für weit aufsteigen. Einatmen, nimmst du die gestreckten Arme über die Mitte nach vorne und nach oben. Kommst wieder in einen langen, gestreckten Berg, deine Hände gut verbunden. Atme in den Herzensraum ein. Löse deine Finger, atme aus und lass die Arme über die Seite sinken. Atme ein, finde deinen Fluss. Hände vor dein Herz in Anjali Mudra der Gebetshaltung. Flechte die Finger ineinander, drehe die Handflächen von dir weg, lass das Schambein aufsteigen, ausatme, runde den Rücken, atme in eine, spür mal den Raum deiner Schulterblätter. Den nächsten Einatmen, steig nach oben auf, komm in deinen gestreckten, sitzenden Berg und löse deine Arme über die Seite. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Die Arme über die Mitte aufsteigen lassen. Und über die Seite senken. Lass dir deine linke Hand jetzt, deine rechte Hand jetzt wie ein Körbchen neben dem Oberschenkel. Und lass den linken Arm einatmen, weit über dein Ohr aufsteigen. Zieh dich in die Länge. Atme in deine linke Flanke hinein. Und dann noch mehr dein Herzensraum mit dem nächsten Atemzug aufzuspannen, dich noch mehr zu längen. Und ausatmen, unter deiner Schulter rechts hindurch zu twisten. Atme ein, mach dich lang. Und rotiere. Länge dich einatmen. Und aus. Und nochmal einatmen. Und runde dich aus. Atme noch einmal ein, länge dich. Platziere die linke Hand auf dem rechten Oberschenkel. Lass die Schultern sinken, zieh den Bauch flächig an die Wirbelsäule. Dreh gerne den Handrücken wieder an die Außenseite von deinem rechten Oberschenkel. Bring deine linke Hand, rechte Hand hinter den Rücken. Zieh dich ein, atme nochmal in die Länge, lass die Schultern weit werden. Und über den Atem geführt, atmest du aus, schaust deiner Schulter hinterher. Nochmal einatmen, länge dich und schau der rechten Schulter hinterher, ausatmet. Hier gibt es nichts zu forcieren, hier gibt es nichts zu erzwingen. Durch den Atem wächst du die Länge nach oben und durch das Ausatmen kommst du noch ein wenig mehr in die Rotation. Ein letzter Atemzug hier. Sodass du wieder sanft zurück zur Mitte kommst, die Hände vor dein Herzen bringst, in Anjali Mudra und einatmen. Flechte die Finger in einer Runde, den Rücken atme aus. Von unten nach oben steigst du auf in einen sitzenden Berg, machst dich ganz lang. Und die Arme dürfen über die Seite wieder sinken. Über die Mitte ein. Weit nach oben aus. Über die Seite ein. Und lass sie sinken. Nimm die Hände auf die Oberschenkel. Beginn mal, dein Becken kreisen zu lassen. Schenk mir große Kreise. Ganz in deinem Rhythmus. Ändere die Kreise in die Richtung. Kreise entgegen. Und
Und dann ganz langsam kommst du zurück zur Mitte, rollst dich wieder ganz auf. Nimm mal deine Schultern mit, nimm mal all den Stress, all den Druck, all die Sorgen, die auf deinen Schultern ruhen. Lass sie einfach kreisend über die Schulter nach unten in die Erde sinken. Lass deine Bewegung größer werden, indem du deine Hände auf die Schultern bringst, die Ellenbogen über Mitte nach oben aufsteigen lässt und nach hinten unten sinken lässt. Zieh mal große Kreise über die Mitte ein und nach hinten unten aus. Über die Mitte ein und nach hinten unten aus. Wenn das nächste Mal deine Ellenbogen weit nach oben aufsteigen, streckst du deine Arme einatmen. Da ist deine gegenüberliegenden Ellenbogen ausatmen, lässt die Schultern sinken. Schau, dass du deine Ellenbogen jetzt hinter den Kopf bringst. Schmieg deinen Kopf an deine Unterarme, lass die Schulterblätter noch ein wenig mehr sinken. Atme mal tief in deinen Brustkorb hinein. Lass hier mal Raum entstehen. Dann atme dich ein, atme nach rechts. Die rechte, linke Flanke wird lang. Komm über die Mitte zurück. Atme ein nach links. Die rechte, linke Flanke wird lang. Und nochmal zur Seite. Atme deine Flanke lang. Links lenkt sich die Flanke. Und rechts lang sich die Flanke. Komm zurück zur Mitte. Gib deine Arme noch einmal einatmend in einen sitzenden Berg. Und schließe sie vor dem Herzen. Komm jetzt auf deine Art und Weise in den Vierfüßler. Vielleicht möchtest du dir so wie ich zwei Flaschen hinstellen, weil du vielleicht keine Blöcke zu Hause hast oder dir ein Kissen unter deine Knie legen. Und dann finde dich mal ein in deinem Vierfüßler. Die Schultern stehen über deinen Handgelenken, die Knie über deinem Hüftgelenk. Und du gibst ganz viel Kraft in deine Hand und Fingerballen, schiebst dich von der Matte weg. Zieh den Bauch flächig nach innen. Das Kreuzbein möchte zur Kurzmatte nach hinten, die Kopfkrone zur Kurzmatte nach vorne. Die ganze Wirbelsäule darf lang werden. Und dann beginnst du dich ausatmen zu runden in deinen kraftvollen Katzenrücken. Einatmen, kommst du in einen langen, geraden Rücken zurück. Und noch einmal ausatmen. Langer, gerader Rücken. Gib Kraft mit den Fußrücken in die Erde. Schieb die Fußrücken in die Matte. Heb deine Knie 2 Zentimeter vom Boden und beginne dich noch einmal auszuatmen und zu runden. Einatmen, zu längen. Und nochmal zu runden. Zu längen, fühl mal die Wärme, fühl mal die Kraft in dir, die du hast. Noch einmal, setz die Knie wieder ab, stell die Fußballen auf, lass dein Gesäß für einen Moment Richtung Ferse sinken, krabbel mit den Händen noch ein wenig weiter nach vorne. Verneige dich. Tief ein und aus. Bleibe für noch 2 Atemzüge. Und dann ganz langsam rollst du dich Wirbel für Wirbel in den geraden, kraftvollen Rücken auf. Ziehst den Bauch flächig nach innen, schaust, dass deine Hände unter den Schultern, die Knie unter den Hüften sind. Und du lenkst dein linkes Bein nach hinten. Der große Fuß, der kleine Fuß, die ganzen Fußballen haben Kontakt zur Erde und deine Hüfte ist so ausgerichtet, dass die rechte und linke Hüfte auf einer Höhe sind und nach vorne zur kurzen Matte zeigen. Gib Kraft in deine Handballen, die linke Ferse will weit zurück und die Kopfkrone strebt nach vorne, sodass du lang bist in deiner linken Seite. Löse die rechte Hand von der Matte, bring sie auf dein Herz und dreh dich mal über die rechte Seite nach oben auf. Löse deine rechte Hand und streck den Arm weit nach oben. Atme mal in deine linke Flanke hinein. Atme mal in deine rechte Flanke hinein. Spür mal den Unterschied, den du wahrnimmst. Und dann mit dem nächsten Ausatmen den rechten Arm unter der linken Schulter abzutauchen. Nochmal einatmen, rechter Arm steigt auf.
und ausatmen, rotiere. Lass den rechten Arm aufsteigen und rotiere. Ein letztes Mal, lass den rechten Arm weit nach oben aufsteigen. Stell die rechte Hand auf der Matte ab. Stell jetzt den linken hinteren Fuß auf seine Außenkante, dreh den Oberkörper so, dass du dich zur langen Matte öffnest und lass den linken Arm einatmend weit nach oben kommen. Zieh den linken Arm weit nach oben zur Decke und über deinen Kopf. Aber einatmend, heb den Arm, zieh ihn über deinen Kopf. Noch einmal, heb den Arm. Und jetzt rotiere unter deiner rechten Schulter durch. Einatmen, heb den linken Arm. Zieh ihn über deinen Kopf und rotiere. Einatmen, heb den linken Arm. Zieh ihn über deinen Kopf und rotiere unter der rechten Schulter durch. Ein letztes Mal. Der linke Arm steigt steil nach oben auf. Du ziehst ihn über das Ohr, setzt ihn neben deine rechte Hand auf, kommst auf die Fußballe und bist hier wieder in deiner Ausgangsposition. Und lass uns die zwei Dinge miteinander verbinden. Atme ein, öffne dich zur rechten Seite, dein linkes Knie zeigt zur Erde, kraftvoll aufgespannt. Atme aus, lass den rechten Arm unter deiner linken Schulter abtauchen. Stell die rechte Hand auf, öffne dich zur linken Seite, lass einatmen, den linken Arm weit nach oben aufsteigen und zieh ihn über deinen Kopf. Dann ausatmen, den linken Arm unter der rechten Schulter abzutauchen. Einatmen, heb den linken Arm. Stell ihn wieder auf. Zurück zur Mitte. Rechte Hand einatmen, auf. Ausatmen, rotiere. Einatmen, hebe den Arm wieder weit nach oben. Setz ihn auf die Erde, öffne dich zur linken Seite. Der linke Arm steigt auf und zieht über den Kopf. Und du rotierst. Der linke Arm steigt nach oben. Du setzt ihn auf die Matte, kommst in den Vierfüßler zurück. Eine letzte Runde. Der rechte Arm weit nach oben. Unter der linken Schulter durch. Noch einmal weit nach oben aufsteigen. Stell die rechte Hand ab. Öffne dich zur linken Seite. Der linke Arm weit nach oben. Zieh den linken Arm am Ohr vorbei und ausatmend rotiert der Arm unter der rechten Schulter. Einatmend steigt der linke Arm nach oben, platzierst die linke Hand auf der Matte, kommst in deinen Vierfüßler, streckst jetzt das rechte Bein zum linken und findest dich in deiner hohen, kraftvollen Planke. Wenn das für dich zu anstrengend ist, setz die Knie einfach auf die Erde, puffer gerne auch deine Knie. Finde mal hier deine Variante. Gib Kraft in deine Hände, schieb dich von der Matte weg, heb dein Schambein mehr an, heb dein Herzensraum. Finde deine Kraft in deiner hohen Planke. Tief einatmen. Nochmal tief ein. Und dann entscheide, ob du mit abgesetzten Knien oder mit langen Beinen Kinn, Brust und Bauch ablegen möchtest. Leg dich auf die Matte, lass die Schultern kreisen. Senken hier nochmal einen wundervollen Kreis. Und gib Kraft mit deinen Handballen in die Matte, schieb die Matte zum Körper, komm über die Kraft deiner Core nach oben und über die Knie in dein gestrecktes Kind. Lass dich hier für einen Moment sinken. Dann mal tief ein und aus. Spür mal nach. Und dann ganz langsam rollst du dich wieder in deinen Vierfüßler auf, ziehst den Bauch flächig nach innen, um das rechte Bein nach hinten auszustrecken, die Fußballen gut geerdet, das rechte Knie zeigt zur Erde, die Hüfte zentriert, kraftvoll schiebst du dich von der Matte weg. Löse deine linke Hand, bring sie auf dein Herz, dreh dich aus dem Oberkörper oberhalb des Bauchnabels zur linken Seite und lass den linken Arm weit nach oben aufsteigen. Hier tief ein und twiste mit der linken Hand unter der rechten Schulter durch. Links ein und rotiere.
Nochmal links ein. Und twiste. Ein letztes Mal links ein. Stell die linke Hand auf. Öffne dich zur rechten Seite. Lass die rechte Außenkante von deinem Fuß gut verankert in die Matte sinken. Und heb deinen rechten Arm. Mach dich mal ganz lang hier. Erde dich mal mit deiner linken Hand und der Außenkante vom rechten Fuß. Der rechte Arm zieht einatmen, recht durch rechtes Ohr. Und dann auszuatmen und unter der linken Schulter abzutauchen. Einatmen, lässt du den rechten Arm aufsteigen, Richtung Ohr ziehen. Die ganze rechte Flanke wird lang und du rotierst unter der linken Schulter. Finde dein Tempo. Einatmen und rotieren, ausatmen. Eine Wiederholung hier noch. Einatmen und rotieren, ausatmen. Ganz langsam, dass du einatmen, noch einmal den rechten Arm aufsteigen. Muss die rechte Hand auf die Matte. Kommst zurück in deinen Vierfüßler und wir verbinden diesen kleinen Flow. Gewicht auf deine rechte Hand und auf deinen rechten Fuß. Zieh den Bauch flächig nach innen. Gib den linken Arm Twist zur linken Seite weit nach oben und rotiere mit dem linken Arm unter der rechten Schulter durch. Einatmen, heb den linken Arm wieder weit nach oben. Platziere ihn auf die Matte. Öffne dich zur rechten Seite. Einatmen, lass den rechten Arm aufsteigen, zieh ihn über dein Ohr, atme aus und rotiere unter der linken Schulter. Einatmen, spann dich auf. Stell die Hand zurück, komm in den Vierfüßler, der rechte Fuß lang und gestreckt, linker Arm steigt auf und rotiert aus. Linker Arm steigt auf. Auf die Matte. Öffne dich zur rechten Seite. Rechter Arm steigt auf. Zieht am Ohr vorbei und rotiert. Rechter Arm steigt auf. Auf die Matte. Letzte Runde. Linker Arm. Und twist. Linker Arm. Auf die Matte. Öffne dich zur rechten Seite. Rechter Arm. Zieht über das Ohr. Atme aus. Rechter Arm steigt auf. Bring die rechte Hand auf die Matte. Komm in deinen Vierfüßler. Hol den linken Fuß zum rechten Fuß. Kraftvolle Planke. Tief durchatmen. Setz die Knie ab. Leg den Fußrücken ab. Kinn, Brust und Bauch schmiegen sich in die Matte. Lass die Schultern kreisen. Und noch einmal. Lass die Schultern kreisen. Heb dein Schambein ein, ab in kleine Kobra. Und über die Knie in dein gestrecktes Kind. Bleibe hier. Gib das Gewicht ab. Du darfst schwer werden. Du darfst loslassen. Genieße noch 3 Atemzüge. Ganz langsam mit dem nächsten Einatmen kommst du in den Vierfüßler zurück. Stellst deine Fußballen auf, ziehst den Bauch flächig nach innen. Erdest deine Handballen, lässt dein Becken steil nach oben aufsteigen. In den herabschauenden. Und jetzt find dich mal in deinen Hund ein. Schau mal, welche Bewegung tut dir gut. Möchtest du deine Knie im Wechsel beugen und strecken? Möchtest du sie gleichzeitig beugen und strecken? Was braucht es gerade hier für dich? Und dann lass dir mal so richtig schön Zeit, ganz genüsslich. Spürst du mal in diese Länge der Rückseite rechts und links im Wechsel hinein. Die Kraft deines Schultergürtels, in deine Kraft, die du heute hast, die dich trägt, die dich stabilisiert. Und komm dann mit vielen kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte und verneige dich hier in Uttanasana, deiner Vorbeuge.
Greif deine gegenüberliegenden Ellenbogen, häng dich für einen kleinen Moment aus. Wenn du magst, lass die Schultern für ein wenig greifen. Vielleicht magst du auch den Kopf nicken und den Kopf schütteln. Guck einfach mal, was es für dich braucht. Dann löse deine Hände. Wenn du magst, wieg dich mal von rechts nach links, von der linken Außenkante des Fußes zur rechten hin und her. Spür mal in die Rückseite deiner Oberschenkel dabei hinein. Was kannst du wahrnehmen? Was kannst du fühlen? Und in dieser Vorbeuge lässt du einfach los. Gibst du alles ab, ganz demütig verneigst du dich vor deinem Leben. Du gibst die Verantwortung von den Dingen ab, die nicht in deiner Verantwortung liegen. Und dann ganz langsam rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Lass die Schultern nach hinten unten kreisen. Schaust, dass deine Füße, Hüftgelenk voll ausgerichtet sind. Lass dein Kreuzbein zur Erde fließen, dein Brustkorb aufsteigen. Find mal deine Stabilität. Atme. Nimm die Hände vor dein Herz. Lass die Schultern ganz weit werden. Fing mal einen tiefen Ein- und Ausatemzug. Erde dich. Lass jetzt mal deine Füße kraftvoll und stabil ihr Fundament finden. Der große Ballen erdet sich, die Außenkante der Füße rechts und links gut in die Matte gesunken. Und ganz sanft schiebst du die Fersen etwas auseinander, ohne die Füße wirklich zu bewegen. Fühl mal, wie dein Fußlängsgewölbe sich gut aufspannt. Und dann deine Hände über die Mitte einatmen zu heben. Die Knie zu sinken und dich ausatmend Richtung Erde zu verneigen. Wenn du möchtest, nimmst du dir jetzt deine Blöcke oder Flaschen, platzierst die Hände darauf, kommst in einen langen, geraden Rücken, lässt deinen Brustkorb aufsteigen und verneigst dich ausatmend. Nochmal einatmen, langer, gerader Rücken. Und ausatmen, abgeben. Einatmen, langer, gerader Rücken. Und verneige dich. Beug mal dein linkes Knie, lass das rechte Bein ganz lang werden. Find mal von der rechten Ferse bis zum rechten Sitzbein, Höcker, die maximale Länge. Heb dein Sitzbein weit nach oben. Heb jetzt auch deinen Brustkorb. Atme mal in die Rückseite deiner rechten Oberschenkelmuskulatur hinein. Und beuge wieder beide Knie aus. Atmend verneigst du dich. Lass das rechte Bein gebeugt, lass das linke Bein in deine Länge kommen. Die Ferse gut und satt in die Matte geschoben, dein linker Sitzbeinhöcker weit nach oben, hebt den Brustkorb. Und wenn die Flaschen dir immer noch zu niedrig sind, nimm die Hände auf die Oberschenkel, sodass du hier wirklich einen langen, geraden Tischrücken hast. Atme hier nochmal tief ein, beug die Knie aus, damit verneige dich. Lass uns das bitte wiederholen, linke Knie gebeugt, rechte Bein lang. Nimm jetzt aber den rechten Arm mit und kreise ihn von hinten nach vorne. Wenn das für dich zu viel ist, nimm die Hand auf die Schulter und kreise deinen Ellenbogen. Und noch einmal. Ein letzter Kreis. Beug beide Knie, wechsel die Seite. Lass den linken Arm von hinten nach oben aufsteigen, das linke Bein lang und gestreckt. Und nochmal den linken Arm oder die Hand auf die Schulter, sodass der Ellenbogen kreist. Find mal in diese wundervolle Dehnung der Rückseite links hinein. Und wenn ganz langsam verneigst du dich hier noch einmal, lässt los. Kommst ein, atme die kleine Flaschen für einen Moment zur Seite in den langen, geraden Rücken. Gibst ganz viel Kraft auf deinen linken Fuß.
löst dein, auf den rechten Fuß, löst den linken Fuß und machst einen großen, großen Ausfallschritt. Dabei findet sich das rechte Knie über dem Sprunggelenk wieder. Deine linken Fußballen sind gut geerdet und wenn du möchtest, holst du dir jetzt nochmal deine Flaschen, um dich hier aufzuspannen. Von der linken Ferse bis zur Kopfkrone. Lass deinen Brustkorb lang werden. Lass den rechten Fuß satt in die Erde sinken. Und zieh den linken Oberschenkel zum rechten Oberschenkel. Wenn das für dich zu anstrengend ist, setz dein linkes Knie ab und bring einfach deine rechte Hand auf den Oberschenkel. Ja, find mal hier deine Variante. Schambein hebt. Jetzt zieh mal beide Oberschenkel kraftvoll zueinander, löse deine Hände vom Block und bring mal den rechten Arm nach vorne und den linken Arm nach hinten. Spann dich mal so richtig schön auf. Bring mal ganz viel Kraft. Noch zwei Atemzüge. Und dann ganz langsam holst du den linken Arm von hinten nach vorne und ziehst ihn weit nach oben in deinen Krieger. Wenn du magst, beug dein linkes Knie, um dein Stammbein noch mehr aufzurichten, streck dein linkes Bein. Finde dich hier in deinem Krieger ein. Verhake mal deine Daumen und komm in so eine kleine Rückbeuge. Die ganze Vorderseite inklusive der linken Leiste darf lang werden. Tief einatmen und ausatmen. Löst du deine Hände über die Seite. Mach das noch zweimal mehr. Daumen verhaken. Und die Arme von unten nach oben in deinen Krieger. Und löse aus. Noch einmal einatmen, verhaken. Und löse aus. Dann stell die Hände wieder zurück auf die Matte. Ganz viel Kraft in deine Hände. Löse den rechten Fuß. Und hol das rechte Bein. In den nächsten Einatmen ganz weit nach oben. In den dreibeinigen Hund. Schließ mal dein Becken. Wenn du kannst, lass die linke Ferse richtig tief sinken. Schieb die Handball nach vorne weg. Flex und streck mal den Fuß. Oder kreis auch gerne dein Fußgelenk vom rechten Fuß. Dann beug dein rechtes Bein. Roll den Rücken rund. Gib dein Schambein an, bis die Schultern über den Handgelenken sind und bring dein rechtes Knie zu dir, zur linken Achselhöhle. Einatmen, streckst du wieder dein rechtes Bein, öffnest das rechte Knie nach oben, sodass sich dein Becken öffnet, deine Schultern aber parallel zur Matte bleiben, das rechte Knie möchte zum linken Gesäß. Und dann wieder ausatmen, Knie in die linke Achselhöhle. Einatmen. Wieder öffnen. Und ganz langsam das rechte Bein zwischen den Händen aufstellen. Atme hier in deinen Krieger ein, in deinen Sprinter ein. Löse deinen rechten, löse deinen linken Fuß von der Matte und das linke Bein zum rechten. Atme aus und verneige dich. Deine Schultern noch mal kreisen, wenn du magst. Gerne nochmal nicken, den Kopf schütteln. Mal alles loslassen. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Bis du aufrecht bist. In deinem Berg. Einatmen, nimm die Hände über die Mitte nach oben, steige auf. Beug die Knie, atme aus. Lass dich langsam sinken. Vielleicht die Hände wieder jetzt auf Blöcken oder auf den Flaschen. Beugt das rechte Knie, streckt das linke Bein ganz lang, hebt den Sitzbeinhöcker, lass den linken Arm von hinten nach vorne kreisen. Und löse. Wechsel die Seite, lass das rechte Bein lang werden. Und löse. Atme in den geraden Rücken ein. Zieh den Bauch flächig nach innen, verlagere das Gewicht auf den linken Fuß. Löse das rechte Bein und mach einen großen Ausfallschritt in deinen Sprinter. Gerne wieder auf Blöcke. Spann dich auf von der rechten Ferse bis zur Kopfkrone. Zieh die Oberschenkel zueinander, sodass deine Hüfte sich zentriert. Der Bauch flächig nach innen an die Wirbelsäule. Find hier mal deinen Kraft,
dass die linken Fußsatte in die Erde sinken, dass die Hände sich theoretisch auch lösen können. Zieh dann den linken Arm nach vorne, den rechten zurück. Mach dich mal ganz lang von der linken bis zur rechten Hand. Fühl mal die Kraft in deinen Oberschenkel, die Kraft auf der Außenseite der linken Gesäßmuskulatur. Und der rechte Arm zieht von hinten nach vorne in deinen Krieger 1. Beug gerne das rechte Knie, um dein Schambein aufsteigen zu lassen und es dann wieder zu strecken. Deine Daumen verhaken, du atmest ein in deinen Krieger 1. Noch ein Atemzug hier. Und langsam lässt du die Arme über die Seite sinken. Noch einmal Krieger 1. Und löse. Krieger 1. Nimm die Arme über die Seite. Leg die Flaschen zur Seite, die Hände auf die Matte. Heb den linken Fuß, die Kraft in deine Hände, in deinen Rumpf. Und lass links einatmen, den Fuß weit nach oben aufsteigen. Wenn du magst, flex und streck nochmal deinen linken Fuß. Komm rechts weit auf die Fußballe. Beug dein linkes Knie und bring ausatmen das Knie Richtung rechte Achselhöhle. Einatmen, streck das linke Bein weit nach oben. Beug das linke Knie und öffne deine Hüfte, dein Becken zur linken Seite, die Schultern parallel zur Kurzmatte. Deine linke Ferse möchte zur rechten Gesäßseite. Und nochmal. Knie ausatmen in die rechte Ellenbogenbeuge oder Achselhöhle. Einatmen, öffne dich. Ausatmen. Linke Knie in die Ellenbogenbeuge. Und öffne dich. Und beim nächsten Mal nimmst du den linken Fuß zwischen deine Hände. Kommst hier nochmal in deinen Krieger. Holst den rechten Fuß zum linken Fuß und verneigst dich. Öffne deine Beine etwas mehr als hüftbreit, vielleicht sogar mattenbreit. Und wieg dich. Hin und her, wenn du magst, greif nochmal deine gegenüberliegenden Ellenbogen, häng dich aus. Lass mal den Kopf hängen. Lass den Nacken los. Alles darf loslassen. Und dann ganz langsam schließen deine Beine hüftbreit. Und du rollst dich Wirbel für Wirbel. Nach oben auf, kommst in deinen kraftvollen Berg. Schließ mal die Augen für einen Moment. Wenn du möchtest, nimm die Hände mal für einen Moment vor dein Herz. Spür mal nach, wie geht es dir? Kannst du dein Herz lauschen, deinen Herzschlag lauschen? Nimmst du wahr, wie gut und satt stehen deine Füße auf der Matte? Wie aufgespannt fühlst du dich? Wie weit kann der Atem sich schon in dir ausbreiten? Und wie sehr gelingt es dir, das Außen mal außen zu lassen und heute ganz bei dir anzukommen, dich mit dir zu verbinden? Schließ die Hände vor deinem Herzen. Lass noch einmal die Arme über die Mitte aufsteigen. Beug die Knie, verneige dich. Beug dein linkes Knie, lass das rechte Bein ganz lang werden, lass den rechten Arm von hinten nach vorne kreisen. Lass los, ausatmend. Wechsel die Beine, rechte Knie gebeugt, linke Bein lang, lass den linken Arm von hinten nach vorne kreisen. Und verneige dich. Komm einatmen in den langen, geraden Rücken. Verlagere das Gewicht auf dein rechtes Bein. Löse den linken Fuß. In einem großen Lunge zu den linken Fuß zurück. Zieh beide Oberschenkel kraftvoll zueinander. Erde den Fuß. Löse den Brustkorb von den Oberschenkeln.
Der rechte Arm weit nach vorne, der linke Arm weit zurück. Spann dich auf. Lass den linken Arm von unten nach oben kommen. Finde dich ein in deinen Krieger. Deine Daumen verhaken, atme ein, krieg ein. Und löse über die Seite. Nochmal Krieger 1. Und löse. Einmal mehr Krieger 1. Und nimm die Arme über die Seite und platziere die Hände aus, atmet auf der Matte. Gib ganz viel Kraft in die Hände, löse den rechten Fuß und das Einatmen, das rechte Bein weit nach oben aufsteigen. Beug dein rechtes Knie aus, aber bring das rechte Knie in die linkste Achselhöhle oder Ellenbogenbeuge. Einatmen, steig auf, beug das rechte Knie, öffne dein Becken. Und noch einmal, bring das Knie zur Nasenspitze, Knie zur Ellenbogenbeuge. Streck einatmen, jetzt dein Bein aus und setz es auf der Matte ab. Roll dich nach vorne in eine hohe, kraftvolle Planke. Gib dabei deinen Brustkorb. Zieh den Bauch flächig nach innen. Setz die Knie ab oder mit langen Beinen. Tiefe Planke. Nimm die Schultern zurück, roll den Rücken hoch und heb dein Schambein. Komm in deine kleine Kobra ein. Von hier in dein gestrecktes Kind aus. Atme hier nochmal tief ein, ganz lang und tief wieder aus. Und im nächsten Einatmen kommst du nach vorne, langer Rücken. Ziehst den Bauch flächig nach innen, atmest aus, hebst die Knie von der Matte, rundest den Rücken. Einatmen, langer Rücken. Du streckst das rechte Bein nach hinten aus, rechte Fußballe erdet sich, ausatmen. Hebt den rechten Arm. Entschuldige bitte, heb den linken Arm einatmend weit nach oben und rotiere die linke Hand unter deiner rechten Schulter. Einatmen, heb den linken Arm, platziere die linke Hand auf der Matte, öffne dich zur rechten Seite. Atme ein, lass den rechten Arm weit aufsteigen, zieh den Arm über dein Ohr und twiste unter deiner linken Schulter durch. Einatmen, mach dich nochmal auf. Rechte Hand auf die Matte. Komm zurück. Herabschauender Hund. Gib hier noch einmal den rechten Fuß ein. Atme weit nach oben. Beug das Knie. Und bring den rechten Fuß zwischen deine Hände. Zieh die Oberschenkel nochmal zueinander. Heb den Brustkorb. Lass den rechten Arm von hinten nach vorne aufsteigen. Und wenn du den rechten Arm langsam löst, langsam nach vorne bringst, löst du den linken Fuß, crunch dich zusammen. Einatmen, ziehst du Arm und Bein auseinander und setzt den linken Fuß auf die Matte und verneigst dich. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Lass die Schultern sinken. Schließ die Hände vor dem Herzen, atme über die Mitte ein. Beug die Knie, verneige dich, atme aus. Langer, gerader Rücken ein. Verneige dich aus. Und das rechte Knie, streck das linke Bein lang, heb den Sitzbeinhöcker, lass den linken Arm von hinten nach vorne greifen, einatmen. Und tief aus. Wechsel die Seite. Einatmen. Und tief aus. Komm über den langen geraden Rücken ein. Verlagere das Gewicht auf den linken Fuß. Löse das rechte Bein. Großer Lunge. Finde hier deinen Sprinter. Zieh die Oberschenkel kraftvoll zueinander. Löse deine Hände von der Matte, zieh den linken Arm nach vorne, den rechten zurück, spann dich auf. Richtig viel Kraft und Erdung. Einatmen, nimm den rechten Arm von hinten nach vorne, um in deinen Krieger 1 zu kommen. Verhake die Daumen, lass sie von unten nach oben aufsteigen. Und löse.
Und noch einmal von unten nach oben aufsteigen lassen. Und löse. Ein letztes Mal. Nimm die Hände von unten nach oben. Löse deine Arme über die Seite. Platziere sie auf der Matte. Komm hier in deinen Ausfallschritt. Löse den linken Fuß. Das Einatmen, das linke Bein weit nach oben aufsteigen. Beug das linke Knie. Atme aus, runde den Rücken und bring das linke Knie in deine rechte Achselhöhle. Einatmen, streck das linke Bein nochmal aus. Beug das Knie, öffne dein Becken. Ausatmen, Knie in die Achselhöhle. Noch einmal einatmen, Bein lang nach oben strecken. Und setz den linken Fuß neben dem rechten Fuß ab. Roll nach vorne in die hohe Planke. Entscheide, ob du die Knie absetzen möchtest oder mit langen Beinen. Tiefe Planke. Deine Kobra ein. In dein gestrecktes Kind. Atme aus. Bleibe hier. Für noch zwei Atemzüge. Einatmen, roll dich auf in den Vierfüßlerstand. Zieh den Bauch flächig nach innen, gib Kraft mit deinen Fußrücken in die Matte, atme aus, runde den Rücken, heb die Knie von der Matte. Einatmen nochmal lang. Ausatmen, streck das linke Bein, der linke Fußbein erdet sich. Einatmen, heb den rechten Arm weit nach oben. Twiste mit der rechten Hand unter der linken Schulter durch. Nochmal einatmen, öffne dich. Stell die rechte Hand auf der Matte ab. Öffne dich zur linken Seite. Linke Außenkante vom Fuß geerdet. Das Einatmen, den linken Arm aufsteigen. Zieh den linken Arm über dein Ohr. Und rotiere unter der rechten Schulter durch. Einatmen, linken Arm lang und gestreckt. Platziere die linke Hand auf der Matte. Komm hier in deine herabschauenden Hund. Atme mal tief ein mit einem wohligen Seufzer. Nochmal raus. Tief ein. Und mit einem Seufzer. Und dann lauf. Den nächsten einatmen, mit deinem linken Fuß einatmen, weit nach oben. Und platziere das linke Bein zwischen den Händen. Lass den linken Arm von hinten nach vorne kreisen. Und wenn er vorne angekommen ist, verlagere das Gewicht auf deinen linken Standfuß, löse das rechte Bein, crunch dich zusammen. Streck dich nochmal einatmen lang. Platziere den rechten Fuß neben dem linken und verneige dich. Öffne mal deine Beine, so breit wie deine Matte weit ist. Neig dich nochmal von rechts nach links hin und her. Gib mal Gewicht ab. Lass den Kopf schwer werden. Und dann komm in eine tiefe Hocke. Die Fußspitzen zeigen sanft nach außen. Tauch mal hier ein für einen Moment. Schließ die Hände vor deinem Herzen. Lass dein Rücken lang werden, heb dein Brustbein. Und wenn das nicht geht, setz dich auf deine Sitzbeinhöcker ganz ab und stell die Füße auf. Tauch mal hier ein in deine Beckenkraft. In deine tiefe Hocke, in deine Erdung. Spür mal nach. Lass mal zu. Und dann ganz langsam schließt du deine Beine wieder hüftgelenksbreit. Und verneigst dich. Rolle Wirbel für Wirbel nach oben auf. Bis du aufrecht stehst. Mit deinem Werk. Die Hände für einen Moment auf dein Herzen ruhen lässt. Nochmal nachspürst. Wie geht es dir jetzt? Lass mal Raum entstehen in dir. Lass die Schultern weit werden. Erlaub den Füßen sich zu erden. Nimm dich mal raus für einen Moment. Lass uns den Flow noch einmal rechts und links wiederholen. Schließ die Hände vor deinem Herz.
über die Mitte ein in deinen Berg. Beug die Knie, atme aus und verneige dich. Langer Rücken ein. Tiefe Verneigung aus. Beug das linke Knie, streck das rechte Bein, lass den rechten Arm von hinten nach vorne kraulen. Ausatmen tief. Beug das rechte Knie, linke Bein lang, lass den linken Arm von hinten nach vorne kraulen. Ausatmen tief. Langer Rücken ein, Fingerspitzen in die Matte, heb dein Brustbein, zieh den Bauch nach innen, Füße gut geerdet, verlagere das Gewicht rechts auf den Fuß. Mach einen großen Schritt nach hinten mit dem linken Bein in deinen Sprinter. Zieh die Oberschenkel kraftvoll zueinander, löse den Bauch von den Oberschenkeln. Der rechte Arm zieht nach vorne, der linke Arm zurück. Die Oberschenkel zueinander. Ganz aufgespannt, ganz kraftvoll. Einatmen, lass den linken Arm nochmal weit nach oben aufsteigen in deinen Krieger. Du fragst die Daumen, lässt sie von unten nach oben aufsteigen, einatmen. Und löst die Arme über die Seite. Nochmal von unten nach oben Daumen verhaken. Und über die Seite lösen. Von unten nach oben verhaken. Und über die Seite lösen. Lass dir die Hände auf die Matte. Verlagere das Gewicht auf die Hände und den linken Fuß. Löst das rechte Bein. Und lass den rechten Fuß einatmen, weit nach oben aufsteigen. Beug das rechte Knie, roll den Rücken rund, Schambein nach oben. Und das rechte Knie kommt in die linke Achsel. Einatmen, streck das rechte Bein aus, beug das Knie, öffne dein Becken. Schließ ganz langsam wieder deine Hüfte. Platziere das rechte Knie nochmal Richtung linke Achsel. Einatmen, streckst du den Fuß nochmal weiter. Den rechten Fuß, nimm den linken Fuß auf. Roll dich von hier in die hohe Planke. Jetzt die Knie ab, Brust und Bauch, tiefe Planke. Kleine Kobra ein. Gestrecktes Kind aus. Bleib hier für einen Atemzug tief ein. Lang und tief aus. Roll dich nach vorne, einatmen in den Vierfüßler. Gib die Knie rund in den Rücken. Setz die Knie wieder auf, einatmen, streck das rechte Bein nach hinten aus. Und heb dabei deinen linken Arm. Führst du mit der linken Hand unter der rechten Schulter durch. Linke Hand weit nach oben. Stell die linke Hand ausatmend auf die Matte. Öffne dich mit der rechten Außenkante vom Fuß zur rechten Seite. Lass den rechten Arm einatmen, aufsteigen. Zieh den rechten Arm über dein Ohr und rotiere unter der linken Schulter durch. Nochmal einatmen, lass den rechten Arm aufsteigen. Platziere die rechte Hand auf der Matte. Komm von hier in die hohe Planke. Und den herabschauenden Ohr zurück. Du wirst dein rechtes Bein einatmen, weit nach oben. Pack das Knie und bring den Fuß zwischen die Hände. Oberschenkel ziehen, zueinander der rechte Arm pfeift von hinten nach vorne. Und wenn der Ellenbogen vorne angekommen ist, verlagerst du das Gewicht auf dein rechtes Standbein, crunch dich zusammen. Ziehst noch einmal hier Arm und Bein auseinander und setzt den linken Fuß auf die Matte. Öffnest deine Oberschenkel, deine Knie, kommst in Malasana, die Fußspitzen zeigen nach außen in eine tiefe Hocke. Lass die Hände vor dein Herz, lass dein Brustkorb aufsteigen. Jetzt löst du deine rechte Hand, streckst sie an der Innenseite vom rechten Oberschenkel entlang und gibst ein bisschen Kraft und Druck mit deinem rechten Oberarm gegen deinen rechten Oberschenkel. Und dann schaust du, ob du hier bleiben möchtest oder ob du mit deiner linken Hand ganz langsam nach oben kommen möchtest, die linke Hand weit nach oben links ausstrecken willst, in die linke Handfläche schauen möchtest. Atme mal in deine Flanke, in die Öffnung deiner Hüfte hinein. Solltest du weitergehen wollen, dreh die Handfläche von dir weg, leg den Handrücken auf deinen unteren Rücken oder sogar greif mit deiner Hand um den rechten Oberschenkel. Bleibe für 3 Atemzüge.
Ganz langsam einatmen, hebt den linken Arm nochmal ab. Ausatmen, setzt die linke Hand auf die Matte. Streckt die Beine, schließ die hüftgelenksbreit und verneige dich. Roll dich Wirbel für Wirbel ganz langsam nach oben auf. Roll die Schultern zurück. Komm in dein Werk. Finde deinen Stand. Nimm die Hände vor dein Herz. Die Schultern weit werden. Schau mal, ob dein Kreuzbein zur Erde zeigt. Sortier dich mal. Einatmen über die Mitte. Nochmal die Arme weit nach oben aufsteigen. Beug die Knie, verneige dich, ausatmen in Uttanasana deiner Vorbeuge. Einatmen in den langen, geraden Rücken auf Blöcken oder Flaschen oder auch eben nicht. Und verneige dich. Das rechte Knie gebeugt, das linke Bein lang und gestreckt, hebt den linken Sitzbeinhöcker. Der linke Arm kreist von hinten nach vorne. Ausatmen tief. Wechsel die Seite, das rechte Bein lang, das linke Knie gebeugt. Kreise von hinten nach vorne. Ausatmen tief. Komm von dem geraden Rücken. Verlage das Gewicht auf den linken Fuß. Gib das rechte Bein. In einem großen Ausfallschritt setzt du den rechten Fuß zurück. In einen kraftvollen Sprinter. Zieh die Oberschenkel zueinander. Finde dein Fundament, löse den Brustkorb vom Oberschenkel, den linken Arm nach vorne, den rechten zurück, wandern, spann dich auf. Bleib mal hier einen Atemzug. Und dann lass den rechten Arm von hinten nach oben wandern, in deinen Krieger. Verhalte die Daumen, lass sie von unten nach oben einatmen, aufsteigen und löse. Und noch einmal verhackel den Daumen. Und löse. Ein letztes Mal verhakel die Daumen. Und die Arme über die Seite. Setz sie auf der Matte ab. Atme ein. Ausatmen, Kraft, verschiebst du dich von der Matte weg, löst den linken Fuß. Mal einatmen, das linke Bein einatmen, weit nach oben auszustrecken, in den dreibeinigen Mund. Beug das linke Knie. Bring ausatmen das Knie in die rechte Ellenbogenbeuge oder Achselhöhle. Schultern über Handgelenk. Einatmen, streck dich nochmal lang. Öffne dein Becken. Ausatmen, noch einmal Knie in die Achselhöhle oder Ellenbogenbeuge. Einatmen, streck das linke Bein. Wieder ganz lang nach oben. Mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß in deinem herabschauenden Rund auf. Roll dich nach vorne. Hohe Planke. Entweder mit abgesetzten Knien oder langen Beinen. Tiefe Planke. Roll die Schultern zurück. Zieh den Bauchnabel nach innen. Handball ziehen zum Körper. Kleine Kobra. Und über die Knie. In dein gestrecktes Kind. Bleib hier für 2 Atemzüge. Komm von hier einatmen in den Vierfüßler. Gib Druck mit dem Fußrücken in die Matte. Roll den Rücken rund, heb dein Schambein. Kraftvolle Katze. Setz die Knie wieder auf. Streck dein linkes Bein nach hinten aus. Löse deine rechte Hand, öffne dich zur rechten Seite. Triffst du unter deiner linken Schulter durch. Einatmen, heb den rechten Arm. Stell ihn auf die Matte. Öffne dich zur linken Seite. Der linke Arm geht einatmen weit nach oben und zieht am Ohr vorbei. Und rotiert unter der rechten Schulter. Noch einmal einatmen weit nach oben. Bring die linke Hand. Nimm die rechte Hand. Komm in deinen Vierfüßler. Streck den rechten Fuß zum linken Fuß. Komm in deine hohe Planke. Beug die Knie. Lass dein Becken steil nach oben aufsteigen. Herabschauen. Verlage das Gewicht auf den rechten Fuß, löst dein linkes Bein, einatmen, steigt der linke Fuß weit nach oben auf. Das Knie, roll den Rücken rund, setz den linken Fuß zwischen deine Hände. Finde deine Kraft im Sprinter. Der linke Arm kreist von hinten nach vorne.
Und wenn der Ellenbogen vorne angekommen ist, verlagerst du das Gewicht mehr auf dein linkes Standbein und crunch dich zusammen, rechte Knie, linker Ellenbogen. Streckst du dich nochmal aus und stellst den rechten Fuß neben den linken. Öffnest deine Beine wieder, so breit wie die Matte, lässt die Fußspitzen sanft nach außen zeigen und kommst in Malasana, die tiefe Hocke, die Hände vor dein Herz. Lass dein Brustkorb aufsteigen, dein Kreuzbein zur Erde sinken. Tauch hier nochmal ein, fühl mal, wie deine Füße dich tragen. Löse dann die linke Hand, platziere sie an der Innenseite vom linken Oberschenkel und ganz liebevoll schiebst du mit deinem Ellenbogen oder Oberarm gegen den linken Oberschenkel. Wenn du magst, rotierst du zur rechten Seite. Hier kannst du bleiben. Oder du löst die rechte Hand, lässt sie weit nach oben aufsteigen. Schau mal, dass du so lang und aufrecht bist, wie es dir möglich ist. Wenn du weitergehen möchtest, drehst du den Handrücken zu dir, legst den Handrücken auf den unteren Rücken, dich noch mehr in die Rotation zu drehen. Oder du legst die rechte Hand auf den linken Oberschenkel. Ganz langsam einatmen, lösen, Hände vorne aufsetzen. Auf dein Becken kommen, die Sitzbeinhöcker kommen, Füße aufstellen, Schultern kreisen. Wenn du magst, ist jetzt ein guter Moment gekommen, um die Socken anzuziehen. Ein langes Oberteil. Wir machen noch ein bisschen was, aber da brauchst du nachher nicht mehr aufstehen. Schau, dass du alles, was du für dein Tavasana hast, schon bereitlegst. Und dann roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel ab. Bis du in deiner Rückenlage angekommen bist. Hol deine Fersen nah genug an, dein Gesäß, dass die Fingerspitzen die Fersen fassen können. Gib dein Gesäß von der Matte, lass dein Schambein nochmal aufsteigen, sodass der Unterrücken ganz lang werden darf. Gerne dein Kinn ein wenig Richtung Brustbein heben. Fühl mal die Länge in deinem Rücken. Immer Tempo raus. Und dann ganz langsam beginnst du dich, Wirbel für Wirbel aus dem Becken beginnt aufzurollen, über deine Wirbelsäule, jeden einzelnen deiner Wirbel wahrzunehmen, bis du in die halbe Schulterbrücke kommst, die Knie sind hüftbreit, in Richtung großer Fußzehe, die Handflächen dürfen gerne ein wenig in die Matte schieben, um noch mehr den Brustkorb zu öffnen. Die Leiste will voll werden. Atme mal tief ein. Und dann roll dich aus, atme Wirbel für Wirbel über deinen oberen, über deinen mittleren und über deinen unteren Rücken wieder ab. Mach das noch zweimal mehr, roll dich von unten nach oben Wirbel für Wirbel auf. Achte dabei darauf, dass deine Füße hüftgerecht und ausgerichtet bleiben. Entscheide, wie weit du dich aufrollen willst. Nimm dich einen langen Reinatemzug, wenn du oben angekommen bist. Und wirklich, dass dein Brustbein nach innen sinkt, dann roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder ab. Eine letzte Wiederholung. Also aufrollen. Wirbel für Wirbel nach oben kommen. Und ganz langsam wieder abrollen. Dann holst du den rechten Oberschenkel zu dir heran, greifst in deine Kniekehle und überschlägst den rechten Knöchel auf den linken Oberschenkel, sodass der Knöchel aber frei bewegbar ist. Nimm deine Hände rechts und links in so Kakteenhalter oder Kronleuchter und versetz einmal dein gesamtes Becken zur rechten Seite. Komm mit deinem rechten Fuß auf die linke Seite und stell den rechten Fuß auf die Matte ab. Schieb dein linkes Knie gegen deinen rechten Knöchel. Spür mal hier in der Außenseite deiner rechten Oberschenkelmuskulatur, vielleicht in deinem rechten Hüftbeuger, mal die Dehnung. Bleib hier für 3 tiefe Atemzüge.
rechte Knie nach rechts oben wandern. Lass es nicht einklappen. Dann ganz langsam und deine drei Atemzüge geatmet hast, löst du den rechten Fußschuss, bringst das rechte Knie über das linke Knie. Achte darauf, dass deine Hüften senkrecht übereinander gestapelt sind. Und bleib hier noch für drei weitere Atemzüge in deinem Krokodil. Wenn deine rechte Schulter in der Luft liegt, leg gerne deine Hand einfach an deine Hüfte oder puffer deine rechte Schulter, indem du dir ein Kissen darunter legst. Komm ganz langsam mit deinen Füßen zurück zur Mitte. Versetz dein Becken wieder mittig. Deine Arme neben den Oberkörper. Streck nacheinander mal deine Beine aus. Spür einfach mal rechts und links in dein Becken hinein, rechts und links in deine Flanke und in deine Schulter. Wie fühlt sich das jetzt an? Spürst du einen Unterschied? Und wenn ja, wo spürst du den Unterschied? Und dann stell noch einmal deine Beine nacheinander auf. Die Fingerspitzen können die Fersen fassen. Deine Beine sind hüftbreit, zieh den Bauch flächig nach innen. Und beginn dich noch einmal Wirbel für Wirbel von unten in dein Becken beginnend aufzurollen. Dieses Mal wanderst du mit deinen Händen unter dein Gesäß, flechtest die Finger ineinander, auch die Handballen schließen und rutschst mit deinen Schultern unter deinen Brustkorb. Jetzt drückst du mit deinen Handballen in die Matte, um dein Becken noch mehr aufsteigen zu lassen. Schieb mal beide Fersen, beide Füße kräftig in die Matte, so feste wie du kannst. Bleib hier noch mal zwei Atemzüge. Lass den Nacken ganz lang, die Nasenspitze zeigt nach oben. Und ganz langsam lösen deine Hände und du rollst dich Wirbel für Wirbel. Ganz langsam wieder nach unten. Du löst den linken Fuß von der Matte, greifst in die linke Kniekehle, überschlägst den linken Knöchel auf den rechten Oberschenkel. Und ganz langsam versetzt du dein Becken einmal komplett nach links, mit deinen Händen in Kakteenhalterung und setzt den linken Fuß auf der rechten Mattenseite oder außerhalb der Matte auf. Das linke Knie will weit nach links oben zeigen. Der rechte Oberschenkel schlägt sich gegen deinen linken Knöchel und umgekehrt. Ja, spür mal hier in deinen Hüftbeuger, in die Außenseite deiner Oberschenkel hinein, ob es da was zu erleben gibt. Atme mal tief ein und aus. Und ganz langsam löse. Verschlag das linke Knie über dem rechten Knie. Vielleicht musst du dein Becken noch ein bisschen mehr nach links versetzen. Deine linke Schulter in der Luft baumelt. Nimm die Hand auf dein Becken oder leg ein Kissen drunter. Atme nochmal tief in deine linke Flanke. Lass hier mal deine Organe. Spür mal die Dehnung. Wenn du ein bisschen mehr Dehnung möchtest, kannst du auch mit deiner rechten Handballe deine linke Hüfte, mit deiner linken Hand deine linke Schulter greifen und dich auseinanderziehen. Ein kleiner Self-Assist, weil ich dir heute nicht helfen kann. Ganz langsam löse deine Arme zurück. Stell die Füße wieder auf, versetz dein Becken mittig. Streck noch einmal deine Beine aus. Spür jetzt mal nach, ob sich die rechte und die linke Seite gleich anfühlen. Und dann hol die Knie zu dir heran. Beginn von rechts nach links hin und her zu wiegen. Oder auch in kleinen, greifenden Bewegungen.
deinem unteren Rücken eine kleine Pause zu schenken. Und dann heb mal beide Unterschenkel, sodass die Fersen senkrecht über den Knien sind. Und überkreuz den rechten Knöchel über dem linken. Greif in deine Kniekehlen, lass die Knie ganz weit nach außen geöffnet, Richtung Schultern sinken. Und zieh mal mit deinen Händen wirklich so die Knie auseinander. Ja, lass dir hier so ein bisschen Raum auf der Rückseite deiner Oberschenkel rechts und links entstehen. Lass bevorzugt auf der Seite dessen Knöchel vorne. Dann löse ganz langsam, kreuze andersherum, die Knie wieder auseinander und Richtung Schultern, lass sie tief sinken. Und dann ganz langsam löst du, stellst deine Beine hüftbreit auf, lässt sie nacheinander auf die Matte sinken. Du magst, deckst du dich jetzt zu, nimmst dein Kissen unter den Kopf, lässt die Arme rechts und links neben deine Oberschenkel sinken. Gibst das Gewand, das gesamte Gewicht jetzt in die Matte ab. Und lass den Atem mal fließen. Atme mal hier tief ein. Ganz lang und tief wieder aus. Alles das jetzt loslassen. Gib mal das Gewicht in die Erde ab. All die Sorgen, all die Fragen, die du keine Antworten hast. All die Schwere, die dir auf den Schultern ruht. Jetzt darfst du alles abgeben. Jetzt darfst du alles loslassen. Jetzt darf alles sein. Alles in dir darf schwer werden. Alles in dir darf abgeben. Alles in dir darf loslassen. Und ich möchte dir eine Geschichte vorlesen. Eine Geschichte aus der indischen Mythologie, die ganz gut in die Situation passt, weil die Reise momentan nach innen gehen sollte. Es gibt eine wunderschöne Geschichte aus der indischen Mythologie, die davon erzählt, dass früher alle Menschen Götter waren. Allerdings begannen die Menschen nach einiger Zeit, ihre Gottheit zu missbrauchen. Aus diesem Grund beschloss Brahma, der Gott über den Göttern, den Menschen diese göttliche Macht wieder wegzunehmen und sie an einem Platz zu verstecken, wo sie sie niemals wiederfinden könnten. Um einen sicheren Ort zu finden, an dem er die Gottheit vor den Menschen verbergen konnte, rief Brahma die Mitgötter zusammen und fragte sie nach dem besten Versteck. Einer der Götter schlug vor, lasst uns die Gottheit des Menschen am tiefsten Punkt der Erde verstecken. Brahma antwortete, nein, das genügt nicht. Der Mensch wird dort danach graben und er wird die Gottheit wiederfinden. Da machten die Mitgötter einen anderen Vorschlag. Dann lasst uns die Gottheit in der tiefsten Tiefe des Ozeans versenken. Brahma antwortete auch auf diesen Vorschlag. Früher oder später wird der Mensch auch die Tiefen aller Ozeane entdecken. Dann wird er seine Gottheit wiederfinden und an die Oberfläche holen. Auch die tiefsten Tiefen des Ozeans sind nicht sicher. Wieder überlegten die Mitgötter,
wo denn die Gottheit des Menschen sich verborgen werden könnte. Schließlich schlugen sie vor, lasst uns die Gottheit in die entferntesten Weiten des Universums verbannen. Dort wird der Mensch sie niemals zurückholen können. Brahma hörte geduldig zu, was seine Mitgötter vorschlugen. Aber dann antwortete er, der Tag wird kommen, an dem die Menschen das All erobern und die Gottheit wieder an sich nehmen. Auch das Universum ist als Versteck nicht sicher genug. Da wussten die Mitgötter nicht mehr weiter. Aber wo können wir die Gottheit denn verstecken? Es geht weder auf der Erde noch im Meer, noch im ganzen Universum einen Platz, wo der Mensch sie nicht finden wird. So sprach Brahma voller Weisheit. Ich weiß, was wir mit der Gottheit des Menschen machen werden. Wir verstecken sie im tiefsten von ihm selbst. Denn das ist der einzige Platz, an dem er nie danach suchen wird. Nach all dieser Zeit, so schließt die Legende, hat der Mensch die Welt in ihrer Gänze erobert, hat sich aufgemacht, das Universum zu entdecken, ist getaucht, geflogen und hat tief in der Erde gegraben. Nur in sich selbst hat er bisher nie tief genug gesucht, um sein eigentliches Sein zu entdecken. Ganz langsam. Komm wieder zurück in deinen Körper. Zurück auf deine Matte. Zurück in diesen Raum. Regel dich. Streck dich. Dehn dich, wenn es dir gut tut. Lass die Worte meiner in dir nachklingen. Und wenn deine Gedanken die Wirklichkeit entstehen lassen, so bist du ein Schöpfer. Was ist, wenn wir jetzt einfach mal anfangen, alle ganz tief in uns zu graben, um unser eigenes Selbst zu finden? Komm ganz langsam auf deine Art und Weise nach oben. Schließ die Hände vor deinem Herzen. Spür nochmal nach. Lass den Atem nochmal fließen. Und dann wiederhole noch einmal den Gedanken, meine Worte. Möge ich glücklich sein. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Möge ich gesund sein. Möge ich zum Wohle aller und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug. Und so sei es. Namaste. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Selbst nach dem 498. Versuch noch technische Schwierigkeiten, aber es ist, wie es ist. Ich werde mich jetzt technisch, glaube ich, anders ausstatten. Das geht so nicht. Ich habe vor, regelmäßig dir ein Online-Yoga-Format zur Verfügung zu stellen, Kurse, die du buchen kannst über meine Eversport-App. Aber ich werde auch unabhängig davon immer wieder freie Kurse einfach einstellen, damit wir einander unterstützen können, damit wir verbunden bleiben können. Gib gut auf dich acht, schön, dass es dich gibt und ich vermisse dich ganz doll. Namaste.